Ich sammle Schilder. Schilder mit Sprüchen drauf. Wenn du durch meine Wohnung gehst, findest du in fast jedem Zimmer irgendein Schild mit einem Spruch drauf. Das Lieblingsschild meines Enkelsohns ist dieses. Das hängt über dem Ofen in meinem Wohnzimmer. Und eines Tages blieb er davor stehen und fing an zu buchstabieren. Alle sagten, das geht nicht. Dann kam einer, der das nicht wusste und hat es einfach gemacht. Warte mal, nochmal. Alle sagten, das geht nicht. Dann kam einer, der das nicht wusste und hat es einfach gemacht. Cool, Oma. Der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Es ist doch blöd, wenn man denkt, dass es nicht geht. Man kann es doch einfach machen. Oder, Oma? Ich fand es total schön, wie er das so reflektierte. Und habe so gedacht, Mensch, so kommt der kleine Kerl durchs Leben. Der wird Probleme als Herausforderungen ansehen und wird sie mutig meistern. Wie gehst du mit Herausforderungen um? Bist du eher der Typ, der sagt, das geht nicht? Oder bist du eher vom Typ so, dass du sagst, ich probiere es einfach aus? In der Bibel finden wir etliche Geschichten, wo Menschen sich herausgefordert fühlten durch Aufgaben, Erwartungen, Forderungen, die Gott an sie gestellt hat. Ich denke da an Gideons Geschichte im Richterbuch, Kapitel 6. Er war jung. Er lebte in einer Situation, wo jeder im Volk ums Überleben kämpfte. Die Midianiter wollten das Land der Israeliten einnehmen und versuchten sie im wahrsten Sinne des Wortes auszuhungern, indem sie ihnen die Ernte raubten, die Felder abernteten, bevor die Israeliten dazu kamen. Damit sie aber nicht verhungern und der Plan der Midianiter nicht aufging, dreschten die Israeliten früher das Getreide und versteckten es in den Höhlen in den naheliegenden Bergen. Und so war Gideon den ganzen Tag damit beschäftigt, Weizen zu dreschen und es für seine Familie in den Höhlen vor den Midianitern zu verstecken. Und genau in dieser Situation kam der Engel des Herrn und sprach Gideon an mit den Worten, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon ist völlig irritiert und fragt zurück, ey, was willst du von mir? Stör mich nicht. Ich habe keine Zeit. Ich kämpfe hier ums Überleben. Was redest du vom Herrn, der mit mir ist? Kein Herr ist mit mir. Lass mich in Ruhe mit deinen frommen Floskeln. Ich muss mich um meine Familie kümmern. Ansonsten werden wir alle sterben. Der Engel lässt sich aber nicht abwimmeln. Und Gott erst recht nicht. Als Gideons Widerstand immer größer wird, greift Gott persönlich ein und beruhigt Gideon. Und erzählt ihm mit Engelzungen, was er mit ihm vorhat. Geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Und Gideon reagiert auf diese Herausforderung mit der Haltung, das geht nicht, ich bin viel zu jung, niemand wird mitmachen, ich bin ganz allein. Und Gott sagt, doch, das geht, ich brauche genau dich. Ich will nur dich. Ich habe dich doch geschaffen. Ich sehe doch dein Potenzial, was in dir steckt. Viel, viel besser, als du es je wahrnimmst, sehe ich, was in dir steckt und was du kannst. Ich habe die Haare auf deinem Kopf gezählt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein tapferer Held. Es gibt eine Stiftung mit dem Namen Make-A-Wish-Stiftung. Die Gründer dieser Stiftung haben sich zur Aufgabe gemacht, krebskranken Kindern ihre größten Wünsche zu erfüllen. Und sie gehen dafür in Krankenhäuser und fragen die Kinder nach ihren Wünschen. Und ein kleiner Junge sagte, mein größter Wunsch ist es, einmal Batman zu sein. Und die Verantwortlichen für dieses Projekt waren begeistert. Und sie
setzten alles in Bewegung, um diesen Wunsch dem kleinen Jungen zu erfüllen. Sie sperrten ein ganzes Stadtviertel in New York, brachten den Jungen dorthin, zogen ihm das Batman-Kostüm an und inszenierten mit einem Filmproduktionsteam mehrere Szenen, in denen dieser kleine Junge einen ganzen Tag lang als Batman Menschen aus Gefängnissen retten konnte, aus Unfällen retten konnte und sich für die Ungerechtigkeit der ganzen Welt einsetzen konnte und Gerechtigkeit schaffen konnte. Der größte Wunsch dieses Jungen war in Erfüllung gegangen, dass er einmal in die Haut seines Helden schlüpfen durfte. Tausende Menschen kamen als Zuschauer und sahen am Ende des Tages in das strahlende Gesicht dieses kleinen Jungs. Leute, wir alle sind Gottes tapfere Helden. Er wünscht sich nichts sehnlicher, als einmal in unsere Haut zu schlüpfen. Im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 23 steht, wenn jemand mich liebt, den wird mein Vater lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, die wollen bei dir einziehen und mit dir wie in einer WG zusammenleben, mit dir Alltag erleben, durch dick und dünn gehen, dir ganz nahe kommen, Schwierigkeiten meistern, Glücksmomente erleben, Projekte stemmen und mit dir Leben spüren im Überfluss und geistlich mit dir in einem Leib verbunden sein. Gott will mit dir hautnah verbunden sein, du tapferer Held. Als Gideon merkte, dass es tatsächlich Gott war, der ihm nahe kam, der ihn für dieses Projekt wollte, veränderte sich plötzlich seine Haltung. Er wechselte von dem "Das geht nicht" Modus in dem "Ich mach's einfach" Modus, weil du es bist, Gott, weil ich deine Stimme gehört habe. Und plötzlich wurde er ganz ruhig. Die inneren Zweifel, kann ich das, bin ich zu jung, bin ich zu alt, der oder die andere, die kann es viel, viel besser als ich, waren wie ausgeschaltet. Er spürte nur noch tiefen Frieden und innere Ruhe. Und wir lesen im Richter Kapitel 6, Vers 23, wie Gott zu ihm sagt, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Er sagt, hey, fürchte dich nicht, ich bin doch da. Ich erfülle dich mit meinem Frieden, der dich ruhig werden lässt und dir Zuversicht schenkt und Hoffnung für deine Zukunft gibt. Meinen Frieden, der deine Angst vertreibt und dir deine Sorgen nimmt. Fürchte dich nicht, ich verspreche dir, ich kümmere mich um deine Existenz. Ich kämpfe den Kampf des Überlebens für dich. Du wirst nicht sterben. Und mit anderen Worten, du wirst nicht scheitern. Und wenn du also begreifst, dass du Gottes Heldin bist, dass du Gottes Held bist, wenn du begreifst, dass es wirklich Gott ist, der dir so nahe kommen will, wenn du anfängst, ihn zu lieben und dich selbst mehr und mehr nach ihm sehnst, dann zieht er bei dir ein, mit Sack und Pack, mit seinem Sohn, mit dem Heiligen Geist, und dann durchflutet er dich mit seiner unendlichen Liebe und mit seinem ganz tiefen Frieden. Und plötzlich gehst du los und handelst im Ich-mach's-einfach-Modus, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, ob es überhaupt geht. Dann machst du das, wozu Gott dich gebrauchen möchte. Geh hin in deiner Kraft und mit seinem Frieden. Du tapfere Heldin, du tapfere Held.